bin der Nico und ich begrüße euch auf meinem Kanal, der Pusterfuchs. Und heute sind wir hier bei meiner Laufentenanlage und es wird ein kurzes Video nach dem Motto, es gibt immer was zu tun. Denn ihr seht im Hintergrund hier das Grünzeug, das hat ein bisschen Überhand genommen. Das ist alles das Zeug, was die Enten nicht fressen. Und deswegen muss ich da heute mal mit der Motorsense ran. Ich werde gleich nochmal den Teich sauber machen. Den mache ich alle 2-3 Tage frisches Wasser rein. Und jetzt holen wir erstmal Technik. Ich ziehe mich erstmal um. Und dann machen wir hier alles ein bisschen schick. Denn in den nächsten Tagen sollen ja hier auch die ersten Jungenten vielleicht schon rumlaufen, weil die Natur ruht. Da ist heute gerade der Schlupf im Gange. Und damit die kleinen Entchen hier nicht im hohen Kraut hängen bleiben, will ich auch ein bisschen Ordnung schaffen hier. Also feuerfrei. Jo, bevor ich jetzt anfange zu mähen, werde ich erstmal einen Teich ablassen. Ihr kennt ja meinen praktischen Ententeich. Erstmal einen Stöpsel rausziehen. Ja, ich muss mal den ollen Schlauch, den ich leider hier drin vergessen habe. Der ist ein bisschen schmierig jetzt, nicht so schlimm. So, ein bisschen ausspülen. Das geht ratzi fatzi hier. Und dann ist der ganze Kram wieder sauber. Und wenn man das alle paar Tage macht, dann kippt er auch so schnell nicht um, sag ich mal. Also dann fängt er nicht an zu stinken oder so. Ich habe natürlich günstig hier mit meinem Abfluss. Gut, man kann das jetzt nicht schlecht sehen. Aber wenn ich jetzt mal hier rüber gehe, hier drüben hinter den Brennnesseln versteckt sich meine Pferdekoppel. Da läuft einfach das Wasser rauf. Habe ich gleich ein bisschen Dünger, weil da ist ja genug Entendreck drin. Gut, weitermachen. Wir sind noch nicht fertig mit dem Ausspülen hier. Ihr seht, hier sind ja immer genug Federn, Entenfedern. Und das ist nicht das Einzige, was die Enten hier hinterlassen. Ne? Die Enten legen ja nicht nur Eier, da kommen auch andere Sachen hinten raus. Also müssen wir das regelmäßig sauber machen. Ne? Erstaunlich, wie viel Schlamm sich bildet innerhalb von wenigen Tagen. Aber ihr seht, ruckzuck ist das hier abgelaufen. Und wenn ich immer gleich mit dem Schlauch hinterher sprühe, dann läuft auch der Schlamm gleich mit. Das mache ich jetzt hier nicht klinisch rein, das wird nicht geschrubbt oder so. Aber der grobe Schlamm, der ist dann gleich raus. Das hat jetzt eine echt kurze Zeit nur gedauert. Und deswegen kann ich immer wieder nur empfehlen, wenn man Enten hat, sich so einen praktischen Teich zu bauen. Gut. Jo, dann stecken wir den Stöpsel wieder rein und dann kann das Wasser laufen. Stöpsel rein. Und ihr seht, ich habe hier bei dem Überlauf nochmal ein Gitter vorgemacht, weil ja hier die großen Löcher drin sind, damit, wenn die kleinen Enten in der Anlage sind, da nicht noch eins reinfällt oder so. Ne? Sicher ist sicher. Ha, jetzt habe ich ein bisschen fein gemacht zum Sägen sozusagen, um mit dem Motorsensor zu arbeiten. Natürlich ein bisschen Arbeitsschutz, Gehörschutz. Ne? Ihr könnt mir nichts sagen, also kann ich auch nichts hören. So, denn Visier, ne? Damit mir nichts in die Augen fliegt. Motorsense habe ich schon mal Probe gestartet. Das läuft. Ihr seht, ich mache das nicht mit dem Faden, sondern mit dem Messer. Und dann wollen wir es mal rocken lassen hier.
So, alles erstmal runtergeschlagen. Jo, habe ich ruckzuck hier mal ein bisschen runtergeschlagen, das ganze grüne Zeug. Die Enten, die ich jetzt noch an der Anlage habe, die fanden das nicht ganz so witzig hier, aber ich habe natürlich versucht, die immer, na, könnt ihr sie sehen, wenn sie verstecken. Da sind die drei wie üblich eingeschüchtert. Und ihr seht, meine Äpfel, die mausern gerade um. Na, die sehen jetzt mehr aus wie Enten, haben überhaupt gar kein Balzkleid mehr an. Jo, habe ich mich letztens richtig erschrocken. Das Kind, innerhalb weniger Tage haben die eine andere Farbe bekommen. Habe ich zuerst gedacht, sind noch Enten draußen. Aber nein, das waren die getarnten Erpel. Naja, gut. Ja, die will ich auch gar nicht bei der Ärger nehmen. Ja, ihr seht, ich habe das jetzt einfach nur grob runtergeschlagen. Ich lasse das auch alles so liegen. Das wird sicherlich die nächsten Tage abtrocknen. Ein bisschen was hier so reinfällt, dann das sammle ich raus. Ne? Aber der Rest, der trocknet hier ab. Und ja, geht dann als Gründünger über, denke ich mal, in den Boden. Ja, und außerdem, wenn hier so ein bisschen Zeug liegen bleibt, da sind wie gesagt immer noch Insekten drin und so, was die Enten auch immer gerne suchen. Mir ging es bloß darum, dieses harte Zeug, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich gehe mal hier dichter ran, vielleicht kann das einer von euch erkennen, was das überhaupt für eine Pflanze ist. Das hat sich hier dermaßen ausgebreitet, weil die Enten das nicht fressen. Ja, und dann schlage ich das eben ein, zweimal im Jahr runter und dann ist gut. Ansonsten finde ich wieder sehr schön grün meine Entenanlage, ne? Auch mit der Büscherie hier, den, ja, was ist das hier, eine Weide und eine Pappel habe ich hier, das schneide ich alles einmal im Jahr komplett runter, aber das sind immer so schöne Büsche für meine Enten zum Beschatten und zum Verstecken, ne? Und ja, das finde ich schon mal gut hier, ne? Jo, der Stall ist zu, weil im Stall ist die Naturbrut, die sind heute gerade geschlüpft, habe ich ja vorhin schon gesagt, glaube ich. Und die bleiben jetzt noch ein, zwei Tage drin, bevor sie auf die Anlage dürfen hier. Ja, alles gut. Muss ich für die natürlich, die jetzt noch draußen sind, sonst habe ich immer das Futter alles im Stall, weil die ja nie rein können, muss ich noch ein bisschen Futter hinstellen. Hier, Wasser haben sie ja. Und die anderen haben Futter und Wasser drinne. Gucken wir Luschein mal rein, vielleicht können wir was sehen. Ich weiß nicht, ob man es durch Fenster erkennen kann. Da hinten sitzt die Mutti und auf Schlacht zähle ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Entenküken. Jo, alles gut. Wie gesagt, heute geschlüpft. Gibt es noch ein anderes Video zu? Ja, ihr seht, es gibt immer was zu tun. Eigentlich habe ich täglich immer irgendwo einen Arbeitseinsatz. Und heute habe ich euch mal wieder einen kleinen Einblick in die Entenanlage gegeben. Wenn ihr da Fragen habt oder was weiß ich, oder für mich auch Verbesserungsvorschläge noch oder so, immer rein in die Kommentarbox. Ne? Wenn ihr mehr sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und ansonsten sage ich, bye bye, bleibt gesund. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.